소크라테스의 죽음을 알고부터 저도 그렇게 우연히 죽고 싶다는 생각을 했어요. 맞아요. 저도 성인들의 유언에 관해서 연구를 하다 보니까 이 성인들이 죽음을 맞이하는 게 Was für mich auch ungewöhnlich war, die alten Griechen in Form von Asiaten zu sehen. Ich finde aber, das hat mich gar nicht gestört. Was ich auch ungewöhnlich fand, war, dass es aus europäischer Sicht etwas outriert, etwas überzeichnet gespielt wurde, was sich aber mit meinem Rezeptionsverhalten von asiatischen Filmen deckt und der Darstellungsweise, wie man das tut. Und dann fand ich es eigentlich im Großen und Ganzen spannend. Spannend dafür, dass man eine Geschichte, die bei uns nicht diesen Wert hat. Es hat ja ein bisschen was von der Kreuzigung Jesu, ja? Also das ist ja eine ähnliche Grundlage für die Philosophie, ist das Trinken des Schierlingsbechers von Sokrates. Und mit dieser Ehrfurcht wurde dieser Film auch erzählt und er hat teilweise BBC-Qualitäten, finde ich ganz ehrlich, was Reenactment betrifft und eine Dokumentation über die Grundlagen einer Lehre und einer Grundlagen einer Religion, deswegen glaube ich noch sehr viel ehrfurchtsvoller angefasst, als wir das Thema nehmen würden und deswegen hat es auch eine deutliche 2 bekommen, obwohl ich so viel dagegen gesagt habe. Und ich kann nur sagen, danke für so einen spannenden Beitrag aus einem anderen Teil dieser Erde. Ich fand diese besonders schöne Kameraarbeit, die schönen Kranfahrten von dem Baum auf die Gruppe der Sprechenden. Dann der Platz, der ausgesucht wurde, wo Sokrates stirbt. Seine Jünger, seine Schüler, die bei ihm waren. Ich möchte das Wort von Olli aufgreifen, die Ehrfurcht. Dieser berühmten Szenerie, der gegenüber, die ist im Film absolut rübergekommen. Und ich glaube, dass die stille Erzählweise dem Thema einfach sehr gerecht geworden ist. Und also wir haben uns gefreut, dass Sie so weit angereist sind, um uns den schönen Film. Vielen Dank. Und Sie haben diese Themen gedreht und in solche, ein bisschen entfernt von Reality. So, die andere Filme, die wir haben in den letzten paar Jahren, war Realistik. Dieses Thema, also andere Filme, die hatte, war mehr begründet in Realität. Warum hier sind wir immer mehr entfernt? Ich mache die Arbeit, die realistischen Probleme zu behandeln. Also, die realistischen Probleme zu behandeln, oder die realistischen Probleme, die realistischen Probleme, 인간에 대한 그러한 문제들을 다루고 있기 때문에 그러한 것을 거의 다 실제 사실을 바탕으로 해가지고 제가 보통 영화를 만드는데 이것도 또한 과거의 일이라기보다는 현실적으로 어느 분이 오셔가지고 다른 성인들의 유언은 이해가 되는데 이 부분은 이해가 되지 않습니다. 아버지한테 그 뜻을 알려달라고 물었습니다. 그래서 현실적으로 제가 그것을 알려줘야 할 그 의무가 있었기 때문에 그것을 그 영화로 만들어서 모든 사람들이 같이 알게 했으면 하는 마음으로 만들었습니다. Sie haben erwähnt, dass die Künstlerin als Priesterin arbeitet. Bei uns gibt es nicht so viele Priester, die auch Filme machen und die philosophischen Fragen der Schüler oder der Gläubigen in Form eines Films darstellen. Ist es eine Ausnahme oder ist es in Korea möglich? 물론 그 저희들도 그 수행을 항상 먼저로 생각을 하고 수행을 하지 영화를 만들거나 뭐 이런 것을 영화를 만들어서 가르치거나 이런 것은 하지 않습니다. 그런데 저는 이 영화를 만들기 이전에 인간의 본질과 현상에 대한 문제 그리고 그 인간들이 어떻게 하면 잘 살 수 있겠는가 하는 것에 대한 교과서를 먼저 만들었습니다. 그러니까 교과서를 제가 한국에서 만들었지만 저희들이 그러니까 보통 교과서는 본질 그러니까 뿌리가 없이
그 나타나 있는 나무라면 뿌리를 빼놓고 가지나 잎이나 이러한 것들로 된 영화를 아니 된 교과서로 되어 있다고 봐요. 물론 뿌리가 있기는 있겠지만 그것이 잘 설명되어 있지 않기 때문에 제가 그 나무라면 뿌리하고 가지 잎이 함께 있을 수 있는 교과서를 만들었죠. 근데 아직 공통적으로 알려져 있지는 않지만 일부는 학교에 들어가고 있습니다. 그래서 그러한 것을 책으로만 가지고 알릴 수는 없어서 영상으로 만들어 가지고 알리면은 좀 쉽지 않겠나 싶어서 영화를 만들어 보기 시작했습니다. Das ist wirklich ein wichtiger Film, nicht nur ein Hörspiel, weil der Gesichtsausdruck lächelnd ist und sogar schmunzelnd bis zum Tod. Und gerade, dass er eben bis zum Schluss so gleichgültig bleibt und sagt, es macht doch gar nichts aus, ob ich diesen Becher trinke oder nicht, opfert dem Asklepios einen Hahn. Das ist ja wirklich ein sarkastischer Witz am Schluss. Und das passt ja wunderbar zu seiner Lehre, dass er den Tod nicht so ernst nimmt. In some book, I was not enjoying. In St. Petersburg, I was not enjoying. I was organized this festival, our jury don't put a high level for this film. This film out from the screening, but now I am in jury and I put my level, my own level for this thank film. You. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, so much. 감사합니다. 감사합니다. Diese Art von Filmen, die ein spirituelles Thema, ein philosophisches Thema aufbereiten, in der Kollektion, in der Sammlung zu bekommen, weil das sehr selten ist. Und das erweitert das Spektrum der Themen in dieser Sammlung. Ja, ich bin immer abgedatet bei Ihnen. Ja. Das ist gut. Ich finde, dass der Kurzfilm ein Kulturgut ist, was Möglichkeiten hat, das über die Möglichkeiten des kommerziellen Langfilms hinausgeht. I make my what's possible is for my side I make this, as I give the how the I speak with the director. I liked the last word of Socrates very, very much. I liked the dialogues, I liked the actors and the settings, and I liked the smooth and elegant way the director told the story about the last words of Socrates. And I learned a lot, and I loved the mood I was in when I saw the film. I think it's a great piece of art, and I'm so glad that I've seen it. In the movie, I understood everything without having any knowledge about Socrates or Buddha. I would have understood it all, because it was a good film for teaching pupils or students. So I think this was a wonderful film, not only as a film or as a cineastic highlight, but also for teaching pupils or students. I think in our societies, nobody has a lot of time to think about philosophical questions. And I think seeing this film, you are reminded of what is more important than everyday life. And I think you start to think it over and to think about Buddha's teaching, and you think about Socrates and Platon and yes, I think it's well done, and everybody should think about life and death, and if there is something more than what we see, if there is something more behind things, and to
yeah, to be more relaxed in life, you should watch this film. Meine Meinung über den Film war, ich fand die Auflösung sehr gut, ich fand diese Thematik gut rübergebracht, die ich bis dato nicht kannte. Das liegt vielleicht daran, es wird in unserer österreichischen Kultur eigentlich nicht wirklich unterrichtet, das ist das gesamte Sokrates-Thema. Ich fand die Darsteller sehr überzeugend, sehr realistisch gespielt, die gesamte Auflösung des Films als Lehrfilm unheimlich gelungen. Die Aufnahmen waren sehr, sehr gut gemacht. Mir persönlich hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es toll, dass für uns Europäer ein so schweres Thema, eine philosophische Aussage, eine Grundaussage, so unterhaltend und so Mainstream dargeboten werden konnte und wurde, dass wir Spaß daran hatten. Es ist für uns Europäer etwas schwerer, wir sind nicht so philosophisch aufgestellt und es würde wahrscheinlich kaum einem europäischen Filmemacher die Idee entstehen, ich spreche über die letzten Worte von Sokrates. Aber wir haben mit diesem Film gelernt, dass es wichtig ist, auf solches zu achten, auf die Vorfahren zu hören und uns nochmal vor Augen zu führen, wie wichtig solche Aussagen für die gesamte Menschheit sind. Sei es denn, dass sie die Grundlage für eine Religion sind oder nur für eine positive Lebensführung. Und wenn wir das mitnehmen konnten, und das konnten wir mitnehmen aus diesem Film, dann hat uns das sehr geholfen. Also einen Film mit solch einer philosophischen Grundfragestellung. Wir haben gelernt, dass die klassische Schulmedizin nicht ausreicht, dass man ganzheitlich über den Menschen und die ursprünglichen aller Krankheiten nachdenken muss. Und das haben wir aus dem asiatischen Raum gelernt. Und wir können noch viele Dinge, wie man mit dem Leben besser umgehen kann und muss, aus einer asiatischen Philosophie, auch wenn sie auf griechischen Ursprung trifft, lernen. Jeder Film meinen Sie jetzt? Also, wie ich gestern auch gesagt habe, ich war sehr angenehm überrascht, dass aus Korea so eine Nachricht gekommen über Sokrates und diese Philosophie, die auch wahrscheinlich in der buddhistischen Philosophie anpasst. Und das war für mich so eine Überraschung, dass, wie soll ich sagen, das ist eine einmalige Überraschung, die ich erlebt habe hier. Selbstverständlich, die Gedanken, die ich hatte, waren bisschen geteilt, weil ich wusste das überhaupt nicht, dass so viel über die letzten Worte von Sokrates diskutiert wird und es so weit gebracht wird, dass man interpretiert, eventuell nach seiner Meinung, wie das, was er gesagt hat. Ich fand es überraschend, dass die Worte, was sie in der, also der Film interpretiert hat, dass zum Beispiel das Gift befreit jetzt meine Seele von diesem Körper. Und das ist einfach, ich bin dankbar dafür. So ungefähr war das. Das war für mich so ein überraschender Moment. Eine große Ruhe verbunden mit Weisheit. Ich war sehr gespannt, ich war schon vorbereitet, weil ich schon die Ankündigungen gelesen habe. Und mich interessiert Sokrates seit der Schule. Und ich war dann sehr angenehm überrascht über diese schöne Gestaltung, über dieses Licht, über diese Feierlichkeit, über diese Weisheit und vor allem über diesen Gesichtsausdruck dieses Mannes, der angesichts des Todes immer leise lächelt. Das war sehr überzeugend in diesem Film. Ich habe selber wieder an meine Schulzeit erinnert. Ich war in einem humanistischen Gymnasium, wo wir viel über Sokrates gelernt haben. Und ich wusste gar nicht mehr die letzten Worte. Und jetzt ist es wieder in meinem Gedächtnis. Ich bin sehr froh, dass ich das wieder erleben durfte. Last words of Sokrates. Herzlichen Glückwunsch zum Menschen von Neu-Insel.